Zufriedene Gesichter bei der Bilanzpressekonferenz der Bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken in München. Auch 2018 konnte der Wachstumskurs im Einlagen- und vor allem Kreditgeschäft fortgesetzt werden. 2018 war für die Volks- und Raiffeisenbank ein bärenstarkes Wachstumsjahr. Die Volks- und Raiffeisenbanken konnten in Bayern insbesondere bei der Kreditvergabe an Firmenkunden deutlich nochmals zulegen. Das ist auch wichtig, dass Sie das getan haben. Die Volks- und Raiffeisenbanken brauchen dieses Wachstum, um im Niedrigzinsumfeld die rückläufigen Margen auszugleichen durch Volumenzuwachs. Und das ist Ihnen im Jahr 2018 hervorragend gelungen. Insgesamt erwirtschafteten die Kreditgenossenschaften ein Vorsteuerergebnis von 1,24 Milliarden Euro, das nun auch dazu verwendet werden kann, um die Eigenkapitalquote weiter zu steigern. Im Einzelnen konnten die rückgängigen Zinsüberschüsse durch ein Plus bei den Provisionen wettgemacht werden. Lediglich die buchhalterische Wertberichtigung beim Wertpapierbestand, die notwendig wurde, weil sich die Börsen im letzten Jahr nach unten bewegten, verhinderte ein noch besseres Ergebnis. In Summe bleiben die Bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken damit eine der stabilsten Bankengruppen Europas. Hinsichtlich der Zukunft gab man sich ebenfalls zuversichtlich. Ich bin immer etwas irritiert von diesem allgemeinen Depressionspessimismus, der allenthalben ausbricht. Das Wachstum, das prognostiziert worden ist für Deutschland, liegt bei 0,8%. Das ist weniger, als wir die letzten Jahre hatten, 0,9%, aber es ist ein Wachstum. Basis der Leistungsstärke der Bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken wird auch in Zukunft die Mischung aus digitalem Angebot und kompetenter Vor-Ort-Betreuung sein, die über 31.000 Mitarbeiter in ganz Bayern garantieren.